Der zweite Deutsche Bundestag ist gewählt. Am 6. September sprachen 28,4 Millionen Wähler das letzte Wort über den politischen Kurs der nächsten 4 Jahre. Im ganzen Bundesgebiet verlief die Wahl ruhig und ohne Zwischenfälle. In Bonn gab Bundespräsident Heuss seine Stimme ab. Ebenfalls in Bonn wählte SPD-Führer Erich Ollenhauer. Bundeskanzler Adenauer wählte an seinem Wohnsitz in Rhöndorf. In der darauffolgenden Nacht blickte die Welt zum Hauptquartier des Wahlleiters im Bundeshaus. In den frühen Morgenstunden des 7. September kam das erste Ergebnis. Die Partei des Bundeskanzlers zieht mit absoluter Mehrheit in den zweiten Bundestag. Vor dem Palais Schaumburg in Bonn gab Dr. Adenauer sein erstes Interview. Die Wahlschlacht ist nun zu Ende. Der Erfolg sticht klar zutage. Das deutsche Volk hat in seiner überwiegenden Mehrheit, die während der vergangenen 4 Jahre von den Parteien der Regierungskoalition und von der Bundesregierung getriebene Politik, die wirtschaftliche und die außenpolitische, ausdrücklich gebilligt. Das politische Ziel, das wir uns bei diesem Bundestagswahlkampf gestellt hatten, haben wir nicht erreicht, denn wir hatten gehofft, die stärkste Partei zu werden, die einen maßgebenden Einfluss auf die neue Regierung hätte nehmen können. Der große Sieg, den die CDU bei der hohen Beteiligung, vor allem durch die Entscheidung der Partei der Nichtwähler, errungen hat, ist keine beruhigende Angelegenheit, denn das Resultat dieses Sieges wird sein, dass sich in der deutschen Politik, repräsentiert durch die CDU, die restaurativen, nationalistischen und autoritären Tendenzen verstärken wird.